Hey Leute, ich bin's Fritz. Ich bin Joey Kelly. Hallo, ich bin Sarah. Und ich bin Finn. Ich bin Pernilla, das ist die kleine Mü. Wir sind Laura und André. In den letzten 3 Jahren habe ich in viele Vans und Tiny Houses einen Einblick bekommen und viele wundervolle und inspirierende Menschen kennengelernt. Und das bin ich, Katja, das Gesicht hinter Peace, Love and Om. 2017 begann meine Reise und nicht in meinen kühnsten Träumen hätte ich geglaubt, einmal diesen Erfolg mit Vanlife und Tiny House Geschichten zu haben. Meine eigene Vanlife-Geschichte begann vor 8 Jahren, als ich mir einen alten VW-Bus kaufte. Die Hilde hat mich auf Abenteuer mitgenommen, die bis heute unvergesslich sind. Nach einem Burnout und unerfüllten Jobs traf ich die Entscheidung, mich selbstständig zu machen mit einem YouTube-Kanal. Nachhaltigkeit sollte das Thema sein. Dass es letztlich Vanlife wurde, ist einem Video besonders zu verdanken. Das von Davide aus Tarifa. Der Italiener lebte Vollzeit in seinem Camper. Dieses Video schlug so heftig ein, dass Zuschauer sich auf den Weg nach Tarifa machten, um ihn zu besuchen und Fotos mit ihm zu machen. Ich hatte verstanden, was ihr euch wünscht. Ihr braucht Inspiration, mutmachende Geschichten und neue Helden. Und so mache ich mich auf die Suche für euch, jede Woche Menschen zu finden, die aus ihrem Leben erzählen, um euch zu inspirieren und zu unterhalten. Über 100 Vans habe ich bereits gesehen, 241 Menschen kennengelernt, 54 Hunde, 9 Katzen, 8 Pferde und einen Ziegenbock gestreichelt, in 11 Länder gereist und unzählige Kilometer gefahren. In der Hoffnung, dass euch diese Geschichten erreichen und berühren. Und wenn auch du Teil der Peace, Love and Om Community werden möchtest, in einem Van, LKW oder Tiny House lebst, in einer Höhle oder auf einem Hausboot, dann schreib mir an kontakt@peace-love-om.de. Vielleicht beginnt dein Leben erst dann, wenn du gegen den Strom schwimmst, wenn du den Mut findest, deinen Traum zu verwirklichen, wenn du etwas tust, obwohl alles anscheinend dagegen spricht. Außer diese eine Stimme in dir, die sagt, mach es trotzdem.